Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen kurz vorher zu diesem Video. Ich habe die ersten 15 Minuten des Videos, des Parts, leider das falsche Mikrofon ausgewählt gehabt, wodurch meine Qualität ziemlich scheiße ist. Das wird halt ab Minute 15 circa anders. Da wird wieder mein Hauptmikrofon ausgewählt. Aber bis dahin müsst ihr euch leider mit echt scheiß Qualität zufrieden geben. Es tut mir leid. Trotzdem viel Spaß. Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Ich muss meinen Sound ein wenig leiser machen. So. Wir haben gerade nette Items bekommen. Eine relativ geringe Tierrate, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist eigentlich noch in Ordnung. Gutes Shotspeed, schönes Buch. Annehmbaren Speed, ein Cube of Meat, okay. Ja, wir spielen ihn. Einfach mal, weiß ich nicht. Ist mir gerade so ins Auge gesprungen. Ich dachte mir so, okay, Eden sieht nett aus. Nehmen wir Eden. Oh Gott. Okay. Okay, komm her. Zack. Okay, die Bombe usen wir dafür. Wow, kein blaues Herzchen, echt jetzt. Nee. Spielen wir nicht dran, machen wir aber auch nicht kaputt. Machen wir nichts mit. Oh nein! Huh! Cube of Meat ist OP! Ach ja, schön. Nahkampf. Nahkampf ist nett. Solange ich nicht zu viel Schaden kassiere. Und wir kriegen einen Reiter auf dieser Ebene als Boss und Continuum. Oh, Continuum. Das ist ein nettes Item. Ja, unsere Tränen gehen jetzt halt durch die Wände. Wir haben eine übelste Range eigentlich. Das ist nett. Das ist nett. Damit könnte man was machen, ja. Wir haben immer Leben. Das ist auch ganz geil. Durch unser schönes Büchlein. Okay, wir können ein bisschen durch die Wände schießen. Das ist halt übel gut. Das ist übel gut. Okay, dieser Run könnte was werden, wenn ich mich nicht zu dumm anstelle. Und wir ein paar gute Items bekommen. Das wäre auf jeden Fall sehr von Vorteil. Würde ich jetzt mal sagen. Oh Gott. Dass ich da nicht getroffen wurde, wundert mich ein bisschen. Okay. Und Double Guardian. Der eine ist hinten. Okay. Der eine ist dort in der Ecke. So. Machen wir ihn mal so fertig. Einfach nur, weil wir es können. Okay. HP-Upgrade nehme ich mit. Für den Devil Deal. Wieso haben wir jetzt keinen Reiter bekommen? Sorgt das Buch nicht auf oder auf jeder zweiten Ebene? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe rein. Und es hat sich nicht gelohnt. Nice. Geil. Aua, okay. Komm her. Ah, wir können ja über Wände schießen, stimmt. Über Dings schießen. Nice. Ein bisschen Geld, ein schönes, eigentlich ein recht schönes Trinket. Ich mag das Trinket, ist nett. Da legen wir eine Bombe. Mit einem blauen Herzchen, schön. Oder bekommen ein blaues Herzchen, das ist sehr schön. Und haben eigentlich auch ein schönes, nettes Item. Wir kriegen jetzt manchmal den Polaroid-Effekt. Das heißt, wir werden manchmal unsterblich. Einsetzen. Einsetzen. Und ja. Ja. Zack, zack. Zack. Ja, gehen wir in den Shop, ich weiß es noch nicht. Bietet sich eigentlich an, wir haben ganz gut was an Schlüsseln. Und 5 Münzen, das heißt, wir könnten uns vielleicht ein blaues Herzchen kaufen, wenn es im Shop eins gibt. Ah, ich guck mal. Ich guck mal. Okay. Noch ein Schlüssel. Okay, wir gehen in den Shop. Spider-Mod, okay, das ist auch nett. Geld? Kein Geld. Hm. Eine Münze. Das wäre noch recht geil. Verkaufen. Okay, hier können. Ja, gut, hier ist eine Münze drin. Nice. Rotes Herzchen, okay. Noch ein rotes Herzchen, dein Ernst? Okay. Gut, holen wir uns schnell die Spider-Mod. Zack. Dann sehen wir, wie viel Damage wir machen und ja, manchmal random Effekte.
die den Gegner, also schon manchmal random Status-Effekt. Und da haben wir gerade den Polaroid-Effekt zum Beispiel, wir kriegen keinen Damage mehr. Erstmal. Ich weiß gar nicht, wie lange der hält, 8 Sekunden? Ich weiß es nicht genau. Aua! Zack, zack, einfach mit dem Cube auf Miet arbeiten. So, einmal können wir unser Buch noch einsetzen. Wir one-hitten keine Fliegen, das ist ein bisschen doof. Buch einsetzen, Münze einsammeln und Reiter. Keine Reiter. Macht das Buch keine Reiter mehr? Einfach reingehen. Wir haben gerade den Polaroid-Effekt, das heißt, wir können rangehen. Okay, puh. Und you unlocked something from the future, okay. Okay. Und 3 rote Kisten, das heißt, das ist ein nettes Item. Guppy-Item ist immer schön. Und so. Ne, ich nehme, glaube ich, das Guppy-Item mit. Scheiß auf das Buch. Nehmen, glaube ich, Guppy-Item mit. So können wir unsere roten Herzen immer wegmachen und uns schön viele blaue generieren. Das ist ja mal ein geiler Raum. Oh Gott. Okay, können wir uns hier vielleicht rausspringen? Das wäre recht nett. Nein, können wir nicht. Okay. Auf der anderen Seite habe ich es jetzt gar nicht erst versucht, weil... Aua. Polaroid-Effekt, nice. Weil wir dann eh keine Bombe hätten zum Rausspringen. Also von daher wäre das relativ... Wow. Nicht gut gewesen. Also Bombenverschwendung. Hier ist der Geheimraum, Itemraum, das ist nett. Hoffentlich ein gutes Item. Hoffentlich ein gutes Item. Okay, das Mongo-Baby. Ja, es ist ganz okay, es ist nett. Es ist nett. Ist ein nettes Baby. Eine Pille. Lemon. Oh. Lemon Party. Oh Gott. One Range. Wir haben schöne Range. Wir können mit der Range arbeiten. Und ein Cube of Meat. Mit dem wir auch arbeiten können. Komm. Wir brauchen Damage, Alter. Wir brauchen Damage. Und Tears. Brauche ich jetzt nicht eigentlich, ne? Die Items hier. Wieso habe ich nicht gerollt gleichzeitig? Aber gut, wir haben eh kein Geld. Wir haben eh kein Geld. Also von daher ist das... Ah ja. Von daher wäre das eh... unnötig gewesen. Wenn da jetzt ein cooles Item gekommen wäre und ich hätte es mir nicht kaufen können. Ich wäre gestorben. Gestorben, sag ich euch. Die Bombe brauchen wir jetzt nicht. Alter. Räume ohne Gegner. Ist doch schon mal nett. Zack. Zack, zack. Oh Gott. Nö. Dafür verschwende ich jetzt keine Bombe. Ist nicht so nötig. Zack. Zack. Oh, nee. Ist auch nicht anstrengend oder so. Oh Gott, oh Gott. Aber das ist der Boss, okay. Zack, und da oben ist ein... Oh Gott! Der hat weit geschossen. Der hat weit geschossen. Hallo, ich weiß gar nicht, wie du heißt. Wir haben den... Okay, nice. Wir haben den Polaroid-Effekt. Magic Mushroom, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nett. Das ist sehr nett. Zack. Geld, okay. Oh Gott, mega petty. Schaden genommen, ich weiß. Aua. Wir nehmen Schaden, ich weiß. Aber gegen mega petty. Oh Gott. Hey. Okay. Und ja, nice, okay. Wir haben den Magic Mushroom. Das ist schon mal ein schönes Damage-Up. Auf jeden Fall. Aber wir brauchen halt immer noch mehr Damage. Und Tears-Up brauchen wir vor allem auch. Okay. 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 Ich war mir da gerade gar nicht so sicher, ob ich den noch rechtzeitig kille. Aber wir haben es geschafft. Okay. Karte. Scheiß nur auf die Karte. Komm. Da haue ich, glaube ich, hier gleich eine Bombe rein. Obwohl, wir haben den Magic Mushroom schon. Warum will ich die Pilze sprengen? Das wäre
Bombenverschwendung. Eindeutig. Und das Blatt, das ist nett. Wir könnten jetzt sogar Hasch machen. Aber halt Hasch machen im Sinne von, wir machen Hasch und stehen einfach nur rum und warten, dass irgendwie irgendwer von unseren Begleitern Hasch killt. So könnten wir Hasch machen. Aua, scheiße. Da habe ich Damage kassiert. Unnötig Damage kassiert. Aber egal. Egal. Die Pille hole ich mir jetzt nicht. Das ist mir ein zu dummer Weg, Alter. Viel zu dummer Weg. Jetzt könnten wir wieder in den Shop reingehen. Auf jeden Fall. Und irgendwie... Oh, danke. Das Portal. Mann, das Portal ist immer noch... Was ist denn mit dir, Portal? Danke. Das ist besiegt. Nice. Zack. Nichts, okay. Shop. Mit PhD. Oh, hey. Oh, ja. Ich will PhD. Gib mir PhD. Gib mir PhD. Zack. Wow. Das war... grandios. Kein Geheimraum, schade. Okay. Okay. Oh, der ist klein. Was? Ach scheiße, ich dachte, er wurde verkleinert von der Spinne. Scheiße. Wieso gehe ich hier hoch? Ich weiß, dass hier oben nicht der Boss ist. Okay. Egal. Eine Münze. Okay, ich will noch zwei Münzen. Ich will PhD. PhD macht, dass wir nur noch positive Pillen haben. Und das wäre ganz geil. Doppelte Chance auf Tiers abfüllen. Oh Gott, ey. Geh weg. Aua, was hat mich getroffen? Was trifft mich? Was hat mich getroffen? War da eine rote Spur? Noch eine Münze, schön. Super Geheimraum? Ah, ich habe keine Bomben, scheiße. Oh Gott. Oh nee. Oh nee. Aua. Jetzt der Polaroid-Effekt wäre ganz nett. Aua. Ich renne jetzt rein, ist mir egal. Oh Gott. HP ab. Und was ist... was macht das nochmal? Creepy Bombs. Ist eine gute Frage. Aber ich will den Shop gerne noch haben. Also das heißt, PhD will ich noch gerne haben. Das heißt, wir brauchen noch eine Münze. Hier könnten alle Münzen drin sein. Komm. Gib mir eine Münze. Jetzt, komm schon. Oh Mann. Ach Mensch. Kaum noch Räume. Okay. Nice. 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 Komm. Ah. Eine Münze, Mann. Eine einzige Münze. Feuer? Nein, kein Feuer. Nee. Hier ist bestimmt eine Münze drin, denn wir haben das Kackhaufen-Trinket. Irgendwo hier ist eine Münze. Danke. Mehr als eine. Nice. Machen wir die auch noch kaputt. Für noch eine Münze. Noch zwei. Okay, noch mehr Münzen. Das heißt, wir können uns auch noch das blaue Herzchen kaufen, was da im Shop war. Und wir sollten uns jetzt langsam mal beeilen. Damit wir vielleicht auch den Boss Rush erreichen. Ich glaube es aber eher nicht. Obwohl, wir kaufen uns die Pille hier. Bad guess. Wow. Okay, dann holen wir uns auch noch schnell die Pille hier oben. Ganz schnell, ganz, ganz schnell. Explosive Diarrhea, okay. Da war nicht der Geheimraum, auch nicht. Alter, wo ist denn der Geheimraum? Eieiei. Okay, egal. So, beeilen. Beeilen. Und hoffentlich gleich noch einen Deal bekommen. Das wäre ganz geil. Das wäre sehr geil. Was für ein Deal, weiß ich noch nicht. Irgendeinen. Irgendeinen guten zumindest. Wäre super. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nahkampf, schön. Bombe, super. Gib mir den blauen Stein. Zwei blaue Herzchen, sehr schön.
Wir sind in Depth 1. Oh Gott, ey. Rotes Herz brauchen wir nicht. Nahkampf. Zack. Und hier ist eine Sackgasse. Nett. Okay, beim Polaroid-Effekt. Einfach reinrennen. Und bekommen nicht mal was Cooles gedroppt. Mann, das ist uncool. Das ist uncool. Ist nicht dein Ernst. Ich rede die ganze Zeit über dieses Mikrofon hier. Scheiße. Wow. Sorry, Leute, für die relativ schlechte Soundqualität. Jetzt am Anfang. Shit. Ach, Kacke. Wow, ich bin super. Zecke, brauchen wir nicht. Kommt her. Nice. Scheiße, Alter, was war das denn? Warum? Oh, Mann. Ich muss vor den Aufnahmen mir angewöhnen, alles zu kontrollieren. Wirklich alles. Sound, Mikrofon an. Alles. Alles. Ah. Oh Gott, ey. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ich gehe rein. Warum werde schön nicht belohnt? Hier ist der Geheimraum. Mit Geld. Okay. Und in dem Head of the Keeper. Wir haben jetzt Münzen als Tränen. Kriegt so viel Damage. Weil ich gerade einen Nahkampf will. Ha, geil. Zack. Ach komm, ist es dein Ernst? Das holen wir uns. Alpris, damit können wir den Boss schön wegklatschen. Oh Mann, das... Ah. Ich hoffe, es ging trotzdem noch mit der Soundqualität. Gott, ey. Momentan läuft alles schief. Alles. Ohne Witz, das ist unglaublich. Unglaublich. Einfach reinrasen. Was ist das? Face up. Und blaue Herzen dazu bekommen. Wir haben eine 100%ige Deal-Chance. Und eine 50%ige Chance, dass das ein Angel-Deal wird. Oh Mann. Und wir haben nur noch gleich wenig Zeit für den für die letzte Ebene. Hallo Creed, dein Ernst. Mann, ey. Komm, ich rase mal hier rein. Komm. Okay. Puh. Wir haben super viel Geld, damit wir auf der letzten Ebene noch den Shop schön haben können. Schön ausnutzen können. Vielleicht auch noch ein bisschen rerollen oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja ein Automat dort. Wie lang ist denn der Weg jetzt noch zum Boss, Alter? Boah, ist das dein Ernst jetzt? Komm. Kannst mir nicht erzählen, ey. Danke. Mach ich. Komm. Oh Gott. Mit Spektraltränen so eine Kackhaufen kaputt zu machen, ist echt anstrengend. Tschüss, Loki. Lunch, okay. Wir bekommen ein Item. Machen das aber so und so. The Pact. Das ist nett. Ein bisschen Tears up und Damage up, das ist super. Und natürlich nehme ich den Devil Deal mit. Also... Devil-Deals sind halt einfach vielversprechender als Angel-Deals. Dass ein Angel-Deal mal gut ist, das könnte... Ja, das kommt selten vor, sag ich mal. Unendlich Schlüssel, okay. Zack, und Treubomben, super. Super duper. Ach komm. Ich will den Boss-Rush erreichen. Wäre geil, wenn wir eine Karte finden, die uns rausportet. Damit wir jetzt uns auf den Boss konzentrieren können. Ich sollte nicht mehr so viel Schaden nehmen. Ich will ja halt gerade durchspeeden, aber das ist ein bisschen dumm. Das war keine Absicht. Okay. Das machen wir. Das sprenge ich. Ist okay. Zack. Kampfraum können wir nicht machen, Alter. Ich muss... Mann, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Geheimraum? Den suche ich noch. Ja, nice, okay. Mit einer Batterie, schön. Wow. Ich bin begeistert. Sehr, sehr begeistert. Okay. Schaden zufügen mit dem schwarzen Kackhaufen. Ja, die schwarzen Kackhaufen machen Schaden. Also verursachen Schaden. Drei Batterien sind hier, Alter. What?
Okay, zack, zack, zack. Hier vielleicht der Supergeheimraum? Nein, okay. Hätte sein können. Noch ein Schlüssel, okay. Okay, hier geht's zum Boss. Schätze ich jetzt einfach mal. Sieht sehr stark danach aus. Sehr stark. Mann, ich werde von viel zu viel getroffen. Ja, hier ist der Boss. Aber den können wir noch nicht machen. Aber immerhin wissen wir es jetzt, wo er ist. Oh, ich krieg zu viel Schaden. Viel zu viel Schaden. Kein super Geheimraum. Alter. Okay. Komm, hier in der Nähe muss der Itemraum irgendwo sein. Irgendwo schnell hier in der Nähe. Wow, ich krieg zu viel Schaden, eindeutig. Ich weiß nicht, ob ich den Boss noch packen kann, wenn ich jetzt so viel weiter Schaden krieg. Vor allem nicht, wenn wir so nicht gut durchkommen. Dann auch noch Gegner bekommen, die, auf die wir warten müssen. In den Zacki-Zacki-Raum kann ich auch nicht reingehen, ich habe zu wenig Leben. Weil eigentlich kann ich reingehen. Ich gehe gleich rein. Komm schon! Danke! Endlich! Endlich! Oh Mann! Okay, der Geist ist tot. Und der Geist auch. That's key. Oh nee. Mach ich nicht. Nein. Wir wollen hier erstmal so. Number 2 auch nicht. Was ist das? Neues Item. Yo, listen. Navi! Auch dein Ernst? Wir haben Luck abbekommen. Und ist das dein Ernst? Wir bekommen das hier im Shop. Nur hier. Ah, Card Against Humanity, okay. Nicht nötig. Nicht nötig. So, was haben wir hier? Enttäuschung, Enttäuschung. Card Against Humanity macht das hier. Füllt den ganzen Raum mit Scheiße. Könnten wir jetzt ein bisschen Geld farmen, aber wir haben eh genug Geld. Und eigentlich will ich, wie gesagt, den Boss Rush erreichen, was ich aber definitiv nicht packen werde. Wenn wir ihn erreichen, ist es eigentlich unnötig. Die blaue im Arm, okay. Okay. Aufpassen, Maxi, aufpassen, Maxi, aufpassen, Maxi. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, wow. Okay. Okay. Nein, ich bin nicht echt in diese Dings ge... Ich hab Mom noch besiegt. Okay, wir haben Ludovico... Nee, Laser. Und... den Teleporter? Okay. Ich glaube, den Run machen wir noch schnell. Ich glaube, den Run machen wir noch. Ja, komm. Komm, komm, komm. Ich mag Laser. Laser ist ein schönes Item. Wenn wir eigentlich... Wir haben halt einfach kein Damage. Ja, mal kein Damage. Aber ich glaube, den Run machen wir im nächsten Part. Ich lade diese Folge einfach hoch. Kommt, Leute, was soll's. Wir machen... Ach, ich lade sie hoch. Gut. Wir machen das im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Haut da rein.